So, Runde 4, auf geht's. Wir spielen gegen Grixis Control. Das ist ein schwieriges Matchup, aber hey. Na, wir haben Turn 1 Raga, Vizi. Der muss es halt richten, ne? Ja. Ich muss nur gucken, wie ich fetche. Weil das ist, glaube ich, Sacred Foundry und das ist dann Overgrown Tomb. Ne, ich. Ja, doch, ich brauche ja. Ja, doch, stimmt. Ja. Okay. Ich brauche halt 5 Domain, aber ich brauche halt auch eine White Source günstig. Deshalb das Sacred Foundry, das Overgrown Tomb. Okay, alles klar, ja. Ja, gucken wir mal. Gegen Lurus ist immer schon ein bisschen schwierig. Er hat auch Stern Scolding, Spell Snare, Spell Pierce, Memory Labs, Fatal Push, Lightning Bolt. Also ziemlich viel guten Stuff. Also von daher. Steht wahrscheinlich nicht umsonst 3-0. So, okay. Okay. Was ist das Problem? Er hat sich noch nicht gemeldet bei mir, also theoretisch sollten wir ganz normal spielen können. Okay, alles klar. So, Sacred Foundry, Overgrown Tomb. Habe ich mir gemerkt. Okay, Raga Vizi, please no removal easy. Und ich denke, ich werde dann auch Brainstorm jetzt direkt. Okay, verstehe ich. Der Punkt ist, ich glaube, ich sollte einfach Bowmasters rein. Ja, er spielt halt selber auch Bowmasters. Das ist so ein bisschen das Problem. Was machen wir damit, Ladies and Gentlemen? Ich weiß es noch nicht. Aber Turn 1, direkt Bowmasters, macht natürlich schon Sinn, ja. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall nichts... Oh. Naja, gut, okay, dann spielen wir nicht Bowmasters. Dann spielen wir natürlich Kavu. Bitter Triumph. Okay, wollen wir nicht haben. Will unser Gegner anscheinend auch nicht haben. Ist fein für mich. So, jetzt Double Denial offen haben, wäre schon ein ziemlicher Win. Aber haben wir natürlich nicht. Aber ist nicht so schlimm. Ist schon okay. Wir haben trotzdem ein gutes Board. Ui. 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 Breakout für Fully Loaded. Ah, Mann! Ich meine, es ist halt, immerhin haben wir was gehittet, aber Fully Loaded wäre natürlich nicer. Ja, ich discard mal Leyline Binding. Stubborn Deny, perfekt. Okay, das ist ein GG, glaube ich. Was haben wir geexiled? Land, okay. Ein guter Spieler will mit Ragavan Bowmaster hitten, das stimmt, aber wahrscheinlich nicht, nachdem der Gegner deterministisch vorher gebrainstormt hat. Also, wenn er nicht möchte, dass das passiert, passiert das, glaube ich, nicht. Er sagt einfach go. Boah, ich meine, ich habe da kein Problem mit, also. Mein Board ist ziemlich okay, siehst, würde ich sagen. Ich darf sogar attacken. Okay, sweet, ja, dann machen wir das doch. Ich glaube, ich will nicht Draw Discard. Ja, doch, ich könnte Draw Discard machen. Und ich schmeiße einfach meinen Brawler weg, glaube ich. Oh, Tribal Flame. Mm. Godlike. Ja. Ja. Verstehe ich. Machen wir doch einfach direkt Lethal, würde ich sagen. Naja, wenn er. Also, ich mache es halt lieber so Lethal als nicht Lethal, dachte ich mir.
Lethal ist immer besser als ein No, als ein No-Lethal. Smoke, ich weiß nicht, ob du noch spielst, aber ich meine, du kannst es noch schaffen. Du hast halt die besten Tiebreaker als 1-2er, ne? Volt, verstehe ich. Still dead, weil auf 5 gegangen. Ja, okay. 1-0. Okay. So, gegen Grixis. Wir nehmen auf jeden Fall Veil of Summer mit rein. Man kann überlegen, ob man. Ist da Blood? Ist, guck mal, ob da Blood Moon im Sideboard ist. Nee. Man kann überlegen, ob man. Ja, Miscast ist, glaube ich, nicht schlecht. Man kann überlegen, ob man Rest in Peace mit reinnimmt, weil unser Gegner spielt 4 Snapcaster und hat halt Lurus. Ah, Snapcaster ist halt auch nicht so gut gegen Bowmasters. Vielleicht nimmt er die auch raus. Bin eigentlich mit allem sehr fein. Rugger Veezy ist on the draw halt immer so ein bisschen fragwürdig. Na, Inti ist eigentlich auch sehr gut. Ja. Vielleicht ein Leyline Binding, weil Gegner hat nicht so viele Permanents. Ne? Ich denke, dadurch, dass da nicht so viele Permanents sind, geht es halt. Also ist es nicht, ist es okay, dass wir ein Leyline Binding rausnehmen? Okay, aber wenn wir dagegen gewinnen, dann haben wir ganz gute Tiebreaker, würde ich sagen. Wenn wir jetzt, wir haben eh schon ganz okayische Tiebreaker. Die 2-1-Record geht bis zum 20. Platz runter und wir sind 12. Und wenn wir jetzt gegen den 3-0er gewinnen, haben wir natürlich automatisch auch da wieder bessere Tiebreaker. Also das ist nicht schlecht. Ja, ist ein Keeper. Ist ein Keeper. Ist okayisch. Agavisi. Ei. Volt. Okay. Ja, Turn 1, Ragavan. Ist ein Ding, ey. Fatal Push jetzt oder halt ein Lightning Bolt und dann snowballt der einfach. Ich meine, ich habe Turn 2 Territorial Kavu. Der kann halt theoretisch erstmal blocken, aber wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal ordentlich geruffelt. Oh, boy, noch schlimmer. Land. Deathrite Shaman? Are you for real? Boah, das ist so das Schlimmste, was passieren kann, einfach. Okay, Deathrite Shaman killt mich wahrscheinlich. Also, der Mana-Vorteil killt mich jetzt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich einfach. Er greift an. Ja, ich meine, da block ich halt, ne? Dann wird halt Lightning Bolt gespielt oder so, aber dann bin ich halt Ragavan los. Ja, also. Das ist nicht optimal für mich, aber es ist okay. Ich denke, ich werde mal einen Brawler spielen. Jetzt, wo der Lightning Bolt weg ist, ist, glaube ich, okay. Weil Lightning Brawler garantiert mir zumindest. Oh nee. Counterspell. Oh no. Oh no. Don't tu mir das an. Ah, imagine, unser Gegner hätte nicht Deathrite Shaman gehittet. Wäre schon ganz schön gut. Ja, nee. Geht nicht anders, leider. Spellsnare. Wow, Spellsnare ist stark. Spellsnare ist eine sehr, sehr gute Choice. Jetzt kann man auch anfangen, Instant und Sorceries wegzunehmen. Nee, ja, machst du noch was? Mit 3 Mana End of Turn? Yep. On the play kommt Rugger Veezy wieder rein. Ah, ich meine, unser Gameplan on the play ist nicht schlecht. Rugger Veezy. Wir haben eigentlich eine gute Curve.
Ja, Grixis Control ist auf jeden Fall kein, ist auch kein Premium-Matchup für uns, aber das können wir vielleicht gewinnen. Mein Game 1 lief ja auch schon ganz okayisch. Jetzt sind wir auf jeden Fall nochmal on the play. Das ist je sehr hilfreich für unser Deck. Ja, ist ein Keeper. Turn 1, Ragavizi, gib ihm. Oder spiele ich erst Turn 2 Ragavan? Fange ich an mit Whitener Kartl? So, let's pray. Jetzt einmal nicht removen, bitte. Einmal den Affen liegen lassen. Einfach mal. Nein. Nein. Okay. Inti ist kind of okay. Ja, okay, legen wir Inti. Inti war kein schlechter Draw. Vielleicht wäre es besser gewesen. Vielleicht wäre es ja an der Stelle besser gewesen, White Nakatl. Ah, vielleicht wäre White Nakatl besser gewesen. Vielleicht wäre Nakatl besser gewesen, ja. Jetzt kommt wahrscheinlich der Bowmaster rein. Ne, kommt auch nicht. Rival Flames, okay. Wir müssen es einfach jetzt schon spielen. Gucken wir mal, ob der die 5 Damage nimmt oder nicht. Ja, dann ist okay. Dann baue ich mein Board halt weiter aus. Und ab nächster Runde habe ich dann theoretisch auch ein gut funktionierendes Double und Denial. Meine Clock ist jetzt nicht so klein. Wir haben Domain voll. 6 Power. Rhinestorm ist natürlich doof. Ja, jetzt keinen Bowmaster zu haben, suckt natürlich. Hätte ich schon gerne einen Rhinestorm, aber okay. Hätte ich schon gerne einen Bowmaster so. Schock ist nice. Nicht beides killen jetzt. Nicht beides killen jetzt. Okay. Ah, das ist natürlich auch sehr, sehr sad. Ja, Giganta auf die Hand nehmen ist auch sehr sad. Ah, einfach kein Play haben. Ultra terrible. Okay, Ragavizi, ja. Fetch ich auf Sacred Foundry und versuche den umzubringen? Wahrscheinlich. Okay, das hat funktioniert, nice. Breakout ist sehr, sehr gut. Come on, mach den Counterspell klar. Dann habe ich nämlich Stubborn Deny. Komm, mach den Counterspell. Nicht Spell Snare und nicht Spell Pierce. Nein! Oh Mann, warum hat White Nakatl nur 3 Power? Oh Mann, warum hat White Nakatl nur 3 Power? So eine Sadness, Alter. Wenn das nicht White Nakatl wäre, sondern ja. Oh. Ja, der ist gut.
Er kann auch theoretisch einfach mit dem blocken. Ja, ja, genau. Er blockt einfach so, ja. Das ist jetzt ganz schön sad, weil jetzt kommt... Obwohl, er hat kein zweites Schwarzes für Lurus aktuell. Kein zweites Schwarzes für Lurus? Okay. Maybe still in the game? Bowmaster is strong. Bowmaster is strong. Snapcaster Mage, ja, der ist gut. Lightning Bolt, ja. Stern Scolding, Alter. Okay, Gegner hat nichts mehr. Außer uncastable Lurus. Nein! Oh, okay, aber wenn er fetch, geht er auf 1. Und dann kann er immer noch nichts. Dann kann er nur Ragavan wiederholen. Ja, aber Moment. Oh, oder er hat. Warte mal, hat er keinen. Er spielt keinen Swamp. Er spielt keinen Swamp. Er muss auf Watery Grave fetchen. Runde 5. Auf geht's. Gegen ein ziemlich interessantes Lurus-Deck. Also, das könnte schwierig werden. Auch 4 Tarmogoyfs, 4 Bowmaster, 4 Death Shadow. Ich weiß nicht, wie wir das schlagen sollen, aber wir können es ja mal versuchen. Ah, Deathrite Shaman, Breakout Tribal. Ja, okay, okay, halten wir halt, ne? Mal gucken, was so rauskommt. Turn 1 Ragavan. Ja, das ist schon nicht so gut für mich. Ja, being on the play und dann, also, ja, er hat halt 4 Lightning Bolts. Und 4 Orkish Bowmaster, aber deshalb, ja, okay, ich trade hier einfach. Besser den direkt loszuwerden, als sonst noch irgendwie zu leiden. Nächste Frage ist halt, ob wir Doppel Deathrite Shaman spielen oder Breakout. Ja, ich glaube. Will ich einfach Deathrite shamen? Overgrown Tomb, ja, okay. Ja. Ja, Scourge ist schon. Scourge ist schon ein guter Meta-Call. Ich füge mir ja selber immer 10 Milliarden Schadenspunkte zu. Ich glaube, das Matchup ist nicht zu gewinnen, oder? Wenn er das Feuer macht, macht er mehr Schaden. Ja. Ja. Okay. Boah. Ja, okay.
Keine Ahnung, ob das richtig war. Was machen wir gegen einen, gegen alles? Oh oh. Oh oh. Oh. Warum hitten die denn immer so Juti? Zehn, acht. Ich weiß nicht, was er noch auf der Hand hat. Ihr Leben ist leider auch nicht so viel, ja. Na, jetzt hat er sich selber umgebracht, du Tribal Flames. Das war doch bad gezockt, Junge. Ah, sollte ich, glaube ich... Okay. Okay. We take those. We take those. Ich glaube einfach, dass Stubborn Denial richtig schlecht ist. In dem Matchup ist, glaube ich, einfach alles besser. Und selbst wenn es ein Terra Thunder gekickt ist. Für 4 Mana was removen ist immer noch besser als, keine Ahnung, ein Stubborn Denial haben für ein One-Drop-Play oder so. Oh. Oh, schwierig. Ich meine, wenn unser Gegner mit Turn 1 Ragavan anfängt, haben wir wenigstens eine Antwort. Aber ich brauche schon noch ein zweites Land. Oh, ich habe eine Antwort für Turn 1 Ragavan. Boah. Boah. An One-Lander kann ich nicht halten, ne? Das ist wesentlich schlechter. Cool. Das ist wesentlich schlechter. Holy smackery doodle. Ich meine, wir haben Full Domain. Turn 2. Ich werde mal einen Tapped Land legen. Ich will unserem Gegner jetzt hier kein Mana Turn 2 extra geben, aber... Oh wow, okay. Oh wow, ja, dann will ich ihm, glaube ich, auch kein weiteres Land geben, oder? Ich glaube, dann lege ich einfach nur den Brawler hin. Also, ich meine, ich muss wahrscheinlich irgendwann fetchen, ne? Aber solange unser Gegner einen One-Lander hält, ja, ich lege jetzt erstmal kein Fetch-Land. Ich nehme einfach Giganta auf die Hand, fertig. Fertig ist der Booms. Ja. Ist richtig, Giganta auf die Hand zu nehmen? Vielleicht ist richtig, Giganta auf die Hand zu nehmen.
Okay, jetzt ist egal. Jetzt kann ich selber auch fetchen. Na gut, okay, you got me. Ja, jetzt fängt unser Gegner an. Inti, ugh. Inti ist ja annoying. Aber discardet nichts. Okay. So, die große Frage ist nur, was machen wir? Ich glaube, ich lege The Wildest Nakatl und auch Inti. Ist ein bisschen doof, weil ich nicht hier Double Spellen kann, aber ich kann nächste Runde Double Spellen. Wir müssen einfach nur Tribal Flames ziehen. Unser Gegner hat ja in Game 1 auch schon nicht um Tribal Flames herumgespielt. Oh no, mach das nicht. Mach mal jetzt, mach mal Whiskey. Mach mal den Whiff aus dem Jahrhundert. Nee, macht er nicht. Er hittet einfach immer das Beste. Das ist schon gut, ey. Das ist schon einfach strong. Da kannst du nichts sagen. Ist kein Outland Liberator? Wait, what? Okay. Oh, und er kann nochmal Breakout casten. Ja, komm hier. Ja, das war schon... Das war eine gute Sequenz of Plays und of Draws, ne? Aber... Okay, das ist auch nicht schlecht. Yes. Wow. Naja, okay. Ist schon gefährlich. Wir spielen einfach wieder auf Tribal Flame, oder? Würde ich sagen. Ja, das Problem ist, dass die Viecher vom Gegner einfach alle zu groß sind. Naja, auch das passiert. Ja, okay. Auch das, ja. 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 Okay. Junge, 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 das Matchup ist horrendously bad, ey. Ich sag mal so, also, ich spiele auch nicht so viele Länder, ne? Also, 21 Länder, man halt dann irgendwann das 10. zieht, ist halt nicht so geile. Na gut, da war nichts zu holen. So, jetzt nochmal on the play. Ja, einfach einen guten Draw haben. Kein One-Lander,
Einfach einen guten Draw haben, auf geht's. Das kann ja so schwer nicht sein. Einfach shuffeln und dann gut ziehen. So machen das die meisten Leute doch. Dann können wir das auch. Das Matchup. Also, er hat 4 Death Shadow, 4 Tarmogoyf, 4 Territorial Kavu, 3 Scourge of the Skyclave. Sie sind alle größer als alles, was wir haben. Denke, das ist ein Keep. Ja, das ist ein Keep. Ist das dann Overgrown Tomb plus Sacred Foundry? Ich glaube schon, ja. Das ist, glaube ich, ein Keeper. Okay, Mulligan. You love to see it. Ich weiß nicht, ob ich so High Risk gehen sollte und ich greife einfach erstmal an. Ja, wir spielen Territory Kavu. Wenn er jetzt Push spielt, völlig nice. Dann habe ich ja ein gutes Kavu theoretisch. Ja, das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig okay. Jetzt wäre ein drittes Land, wäre ziemlich schmackotastisch. Um dann irgendwie am besten. Oh, er hat zwei Fatal Pushes sogar. Oh Gott. Come on, let's hit it! Okay, das war nicht schlecht. Land. Auf a Breeding Pool. Ich muss halt nur aufpassen, dass er nicht zu viele Death Shadows in einem Zug legen kann. Aber solange ich die mit Bolt handeln kann, ist okay. Ah, oh, okay. Es wird sogar nicht mehr mit Damage gefetcht. Ja, okay. Ja, verstehe ich. Veil of Summer, okay. Ja, ich glaube, muss einfach das Land nehmen. Das war schlecht. Okay, one off. Wenn wir ein rotes Land finden, haben wir gewonnen.
Klose! Klo, ey, das ist halt wirklich ein sehr, sehr, sehr klauses Match. Okay, so, jetzt können wieder die Show-and-Tales kommen, Leute. Jetzt können die Show-and-Tales kommen. Das wäre mir ein bisschen lieber, ehrlich gesagt. Letzte Runde des Turniers. Also, voraussichtlich letzte Runde des Turniers. Zumindest im Swiss, vielleicht dann nochmal in der Top 8. Ja, ich denke, das ist ein Keeper. Lightning Bolt, Breitner Karte. Mal gucken, was, womit unser Gegner so anfängt. Young Wolf, okay. Das ist kein schlechter Draw. Ich denke, ich fange mit Breitner Karte an. Ein Mana 2-2, absolut broken. Absolut broken. Prosperous Innkeeper. Ja gut, das ist fein. Ich denke. Erstmal ein Attack für 3. Und dann Territorial Kavu. Und dann müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Atraxa, Young Wolf, Yawgmoth, Orkish. Ja, okay. On the draw gewesen zu sein, schon mal nicht so ganz so geil, aber okay, hey. Der Threat Shaman ist nice. Kein Land auf jeden Fall. Und Stubborn Denial ist auch nicht schlecht. Ja, okay. Den machen wir direkt mal weg hier. Da muss ich kurz überlegen, was wir machen. Okay, Bowmasters. Okay, nutzt das Mana für Bowmasters. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Ja. Ja, das war nicht ganz so cool für uns. Bowmaster ist natürlich schlimm, ja. Ja, gute Frage, ey. Ich glaube, da race ich einfach entspannt gegen hier. So, Power ist auf jeden Fall da. Natural Order kann nicht kommen. Ja, das war natürlich nicht schlecht. Aber ich denke trotzdem, ja, vielleicht hätte ich auch den Orkish Bowmaster nehmen müssen. Schwierig zu sagen. Schwarzes Mana, es macht jetzt natürlich Demonic Tutor oder sowas aktiv, ne? Also, Wildner Karte. Ja, okay, gut. Ich meine, ich gehe einfach mal rein.
Ich werde einfach weiter Sachen exilen. Solange der Bowmaster auf dem Battlefield ist, werde ich nichts durchcyclen. Man muss halt zumindest schon mal mit Tribal Flames rechnen, ne? Oder mit Bolt oder so. Aktuell ist Lethal. Ja, okay. Ja, Tribal Flames wird ihn hier killen. Young Wolf ist gut, leider. Blood Artist ist auch ziemlich gut, ja. Leyline Binding. Wieso ist GG? Das sehe ich hier nicht. Naja, so GG ist das noch nicht. Ja, der ist nicht ganz so schlimm. Okay. Ja, toll. Okay, was für ein absurdes Game, ey. Was für ein absurdes Game. Müssen wir Strict Proctor reinnehmen? Nee, ne? Also ich meine, okay, gegen Prosperous Innkeeper ist das ganz nett, aber ich glaube, Rest in Peace muss halt rein. Veil of Summer sieht ganz. Na, weiß ich nicht. Ich meine, Thoughtseize, Fatal Push. Das kommt mit rein. Ja, ich glaube, Ragavan on the Draw ist richtig schlecht. Stubborn Denial müssen wir, glaube ich, auch zumindest mal zwei Karten. Okay. Gucken wir mal. So, auf geht's. Game 2. Ich darf zumindest auf jeden Fall einmal anfangen. Das ist halt schon, das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Batch ich auf Tomb, ja.
Imagine 1-1 Wildner Kartel. Love to see it. Stirbt an jedem Schissel. Aber das ist halt so eine Art, ich sag mal, so eine Art. Okay, das ist fein. Wenn er Bowmaster gehabt hätte, wäre auch nice gewesen. Aber so ist okay. Na gut, ich meine, ich habe nicht so viel Auswahl. Ich denke, ich werde hier einfach mal die Nishoba Brawler legen. Kommt wahrscheinlich ein Bowmaster. Ah, nee, okay. Ah, Once Upon a Time. Ja, das ist natürlich fair. Aber läuft eigentlich ganz gut, ne? Also dafür, dass wir wieder einmal gegen die Nuts von Show and Tell verloren, wo wir einfach wirklich literally nichts machen konnten. Und ansonsten läuft es einfach gut. Fair Magic in Timeless ohne mich, genau. Ne, wir spielen nur unfaires Magic. Okay, die Lighted Halfling ist schlagbar. Ah, Demonic Tutor will ich eigentlich nicht sehen, aber naja, gut. Ja, kein Bock auf. Kein Bock hier einfach auf. Keine Ahnung. Irgendein Schissel mit Natural Order oder so. Gar kein Bock drauf. Okay, Ginger, wie sieht's aus? Delighted Halfling, okay. Ich glaube, er hat Natural Order. Da müssen wir halt einfach aufpassen. Na, das hätte ich vorher machen müssen. Ich habe einen Damage verschenkt. Ai. Oh, das war bad. Das könnte uns nochmal haunten, wenn wir Bolt ziehen, ne? Also, wenn wir Bolt ziehen, wäre es halt richtig trash. Dann hätte er nicht geblockt. Wieso? Er blockt doch und dann kann ich vor Damage immer noch den reinflashen. Ja, genau. Also, ich kann es nach dem Block vor Damage noch machen. Dann wäre jetzt auf 3. Wenn wir jetzt Bolt ziehen, dann bin ich ein ziemlich trauriges Bärchen. Ja. Okay, ziehen wir aber nicht. Oh! Zwei Young Wolves. Bin ich tot? Nee, weiß ich nicht. Warte mal. Deathrite Shaman. Ja, okay, gut. Der geht noch. Junge!
Wieso ziehe ich jetzt 40 Länder in Folge? Oh mein Gott! Akkord für Apatra oder so. Scavenging Ooze. Blood Artist. Okay, killt mich das, wenn er... Nein, nicht, wenn er zwei Young Wolves hat, dann ja, ne? Wieso ist das... Das ist doch noch nicht GG. Ja, wenn er den zweiten jetzt, wenn er jetzt den zweiten hittet, ja. Aber warum triggert der Baumaster nicht? Doch, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, der Baumaster triggert doch noch. Okay. Bowmaster nochmal auch. Okay, ja. Bin ich dann tot? 6. Aber er muss doch dann... Er muss Blood Artist opfern, oder nicht? Ja. Ah, nee, warte mal. Da kann er einen mehr machen mit. Ja, es reicht, ne? Ah, ja. Ja, okay. Kann einen Response machen. Ja, okay, gut. Ja, ist schon wahrscheinlich schlecht. Ja. Blood Artist ist einfach eine gute Karte. Ich meine, ich hab's verzockt. Auf der anderen Seite, also ja, ich habe es verzockt, aber das, der eine Damage hätte jetzt auch nicht gemattert. Also ich hätte dann irgendwie eine Business-Karte ziehen müssen. Okay, ja, ist okay, die Hand. Ich glaube, ich nehme den raus. Also, ich glaube, zu viel Deathrite Shaman ist einfach zu gefährlich.
Ja gut, der ist in Ordnung. Damit ziehe ich ja keine Karte, ne? Ja, okay. Okay, Young Wolf ist fein. Ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt, aber... Rest in Peace ist wahrscheinlich nicht so bad. Ein Rexage. Ah, vielleicht kommt der Rexage rein. Könnte schon sein. Okay. Convoke für x gleich 2. Blood Artist. Okay, ja. Ich meine, ich werde es versuchen mit Rest in Peace hier. Natural Order wäre jetzt natürlich insane. Aber ich meine, ich glaube, Natural Order hat er... Oh, ne, ist noch drin. Mehr Baumaster. X gleich 4. Na gut, da muss er jetzt aber einiges machen hier. Okay für mich. Zweites Rest in Peace war richtig terrible. Warum nicht das zweite Rest in Peace discarden? Weil er dann zwei Bowmaster Trigger hat und 100 Karten zieht.
Ja, wahrscheinlich hätte ich es jetzt sogar discarden sollen. Ja. Ja. Okay, jetzt hätte ich es auf der Hand behalten sollen. Ja, 5 Karten extra ziehen ist wahrscheinlich sehr gut. Auf der anderen Seite, ich meine, Tribal Flames oder Bolt oder so. Die ist halt auch sehr gut. Ich glaube, jetzt müssen wir halt schon fast über den Burn-Plan gehen. Inti gibt Trampel. Und nochmal ein extra Draw. Leyline Binding. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn wir ein rotes Mana finden, reicht das, ne? Das dritte Rest in Peace von 3 anstelle Tribal Flames. Are you okay? Oh mein Gott. Das ist jetzt noch mal eng? Hä? Es ist die ganze Zeit eng. Was? Naja, jetzt müssen wir halt tatsächlich einfach top decken. Also. Oder. Ja. Ne, warte mal. Mit einem Young Wolf reicht's auch nicht. Hat er ein Manland? Okay, gerade nicht. Okay, das sind jetzt 6 Damage. Ah, jetzt müssen wir halt Bolt top decken. So wie wir gerade Tribal Flames theoretisch hatten. Aber kein rotes Mana. Stattdessen habe ich das dritte Rest in Peace gezogen. Come on, einmal jetzt. Einmal jetzt lucky sein. Come on. Jetzt ziehen wir das vierte Rest in Peace von 3, würde ich sagen. Deathrite Shaman, der hätte auch gewonnen.
Wenn ich eine Runde früher gehabt hätte, naja, okay. GG's. Einfach das Tribal Flame von Inti gefunden. Oh boy, ey. Das Tribal Flame mit Inti gefunden und kein rotes Mana. Habe ich falsch gefetcht? Habe ich falsch gefetcht? Oh. Ah ja, stimmt, die Shaman. Ja, stimmt, ich konnte nichts echt sein. Ja, du hast recht. Ja, ja. Stimmt, Shamans waren egal. Habe ich falsch gefetcht am Ende? Oh! Achter! Achter. Okay. Na gut, dann sind wir ja noch drin. Wenn ich den Die Roll gewinne, muss ich trotzdem mich on the draw setzen, weil unser Gegner den höheren Seed hatte. Wir spielen halt gegen den ersten nach Swiss. Aber ist auch gar nicht passiert. Ich habe den Die Roll verloren, das heißt gar kein Problem. Ich werde die Hand halten. Wir spielen gegen, ja, Wet Junt, wenn du so willst. Moist Junt. Sprich, Junt mit eben Counterspells. Die sind nicht so gut, ne? Spell Pierce ist halt nicht so gut. Aber, okay, jetzt muss ich schon wieder überlegen, was wir fetchen wollen. Ja, die beiden schwarzen Triome, das heißt, ich kann Turn 1 Lightning Bolt. Dann mache ich Sacred Foundry Breeding Pool. Ich will Doppelweiß. Will ich Doppelweiß haben? Hab ja Doppelweiß. Okay, ne, dann passt das. Alles klar, okay. Dann nehmen wir Sacred Foundry, Pay to Life, Lightning Bolt. Dann Breeding Pool, Territorial Cabo. Dann haben wir auch. War okay. Ja. Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Genau, weil ohne Territorial Cabo ist meine Hand halt der utterste Trash. Spielt 4 Fable. Das ist so schlecht für mich eigentlich. Ja, komm. Ich kann das nicht machen. Ich muss White eine Karte legen. Ich habe kurz überlegt, ob ich stattdessen mir einfach Stubborn Denial offen lasse. Gegen Fable ist okay, klar, aber der Punkt ist, ich kann nicht auf Breeding Pool oder auf schwarzes Land fetchen. Bedeutet, ich kann mir nicht Stubborn Denial und Orcish Bowmaster offen lassen. Und jetzt habe ich sowieso verloren, weil Jarzil die dümmste Magic-Karte ist, die jemals geprintet wurde. Boah, Alter, das Matchup ist ja horrendously bad. Ja. Ich meine, so kann ich immerhin auf Overgrown Tom fetchen. Sweet. Geh mal rein. Blockt sogar. Ja, Novos spielt das gut. Weil viele Leute würden ihr nicht mit Jarzil blocken. Punkt ist, das Einzige, wie ich überhaupt den Gegner hier schlagen kann, ist, indem ich indem ich ihn rausbrenne. Ohne rausbrennen geht hier gar nichts. Nein! Okay. Natürlich strongest play, ne? So ein Triumph to cycle in Timeless. Nein! Hey Hannah, herzlich willkommen. Oh, fetch! Fetch! Nein! Ah! Tribal Flame war mein Out! Junge! Warum ziehst du den jetzt nochmal Discard? Ah! Ja, okay, jetzt bin ich Caputo Bert Lense, der 17. Der Trample. Das heißt, gleich kommt dann 7-7 Trampler langgefahren.
Was soll ich tun, ey? Na, fetch ich mal auf Basic Forest von irgendwelchen Giganten auch die Hand, oder was? Oh, das ist sexy. Ich muss auf jeden Fall zu Hause bleiben. So, er macht jetzt, wenn er jetzt einen 7-7er macht. Ja, Minskin Buu kann ich auch nicht besiegen. Ich kann nichts davon besiegen. Gar nichts. Ja. Oh Mann, ey, was mache ich denn gegen das Deck? Oh, im Sideboard sind auch noch Blood Moons. Oh, das wird ja richtig Geschmackolomio. Jetzt sagt er Go? Wahrscheinlich. Nee, okay. Okay, was ist mein Out? Habe ich ein Out? Lass mich kurz überlegen. Mein Out ist. Ich gehe auf. Ich block mit den beiden. Gehe auf 1. Zieh Tribal Flame, kill Giganta. Discarde mit dem Attack Giganta. Zieh Tribal Flame, Attack, Discard Giganta, zieh Lightning Bolt. Ansonsten bin ich auf jeden Fall tot. Wenn ich Triple blocke, gewinne ich das Spiel ja auch nicht gegen. Okay, müssen wir zu unseren Outs spielen. Gehen wir auf 1. Ziehen jetzt Tribal Flame. Spielt unser Gegner Lightning Bolt? Ja, er spielt Lightning Bolt. Ist immer noch ein Out. Discard Giganta. Hit Lightning Bolt. Nein, 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 nein. Oh, gib mir irgendwas. Bowmaster. Ja, okay. Ah, okay, aber war ein gutes Game. Außer, dass ich halt ein bisschen zermürbelt wurde. Ja, aber schön, okay. Veil of Summer. Ja, und dann ist eigentlich auch egal, weil wir das eigentlich nicht schlagen können. Ich nehme mal Test of Talents einfach für Dings mit. Ja, wir müssen proaktiv sein. Ich nehme mal Veil of Summer und Terra Sunder mit für, falls Blood Moon reinkommen. Glaube ich nicht so unbedingt, aber vielleicht schon. Fetch auf. Ne, ich spiele Temple Garden. Hier ist Overgrown Tomb und hier ist Sacred Foundry. Okay, ja, ist ein Keeper. Auch wenn ich eigentlich nicht so wirklich equipped bin. Gegen das Match. Okay, gut, wir schauen mal. Vielleicht wird das ein sehr kurzes. Wird ein sehr kurzes. Ja, okay, den bolt ich. Das ist, glaube ich, ohne Frage. Hier die Steam Vents. Bolt hier. Nakatl nachgelegt. Tag für 3. Das ist zu gut einfach. Leyline Bindung. Okay, wir machen hier, damit wir Orkish Bowmaster spielen können. Leyline Binding nicht so schlecht. Gehen jetzt auf 12. So langsam kommen Tribal Flames näher. Tribal Flames, Lightning Bolt, Gedönse. So will, okay, ja gut. Wer ist da oben? Ich kein Fan von. Schock, okay. Nein, nee, Blood Moon geht nicht. Okay. Schock und Go. Was ist das denn? Drown in the Lock vielleicht? Also ich muss Bowmasters natürlich spielen hier. Jetzt müssen wir ein Business Spell ziehen. Jetzt muss Breakout oder sowas kommen. Breakout, Tribal Flames, irgendwas, was den letzten Damage halt durchdrückt. Fatal Push. Oh, noch ein Fatal Push, come on. Gegner spielt 2 Fatal Push. Uncool.
Das ist genau das, was ich mit Business Bay meine. Sacred Foundry. Was? Hat sich geschockt und dann nur gefatal pusht. Okay. Ah, wir haben hier Outs. Wir haben eine Menge Outs. Das ist eins davon. Okay, 1-1. So, jetzt nochmal on the draw. Love to see it, ey. Oh. Ja, ein Schmecker-Top-Deck, ja, würde ich auch sagen. Schon eher so im Schmecker-Bereich. Ja, okay. Ah, die Hand. Ey. Ah, das Triumph nervt mich so hart. Das Triumph nervt mich so hart. Glücklicherweise habe ich Windswept Heath gezogen, aber. Oh, keine. Oh, das ist ein Blood Moon Draw. Da müssen wir aufpassen. Der Gegner wird gleich Blood Moon legen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall schon mal auf Basic Forest fetchen. Wenn er die Länder so spielt, bedeutet das, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Jetzt kommt auf jeden Fall Blood Moon. Aber ich habe nichts, um mich dagegen zu wehren. Also. Oder direkt mit. Mann, ein Removal für den Hamster wäre schon ganz sexy. Das ist gar kein Removal für den Hamster. Ich kann nicht angreifen. Kann drei Minsk und Bu. Das ist nicht so gut für mich. Leyline Binding wäre hier ganz nett. It's too tiny! Hört sich ein bisschen an wie Arnold Schwarzenegger, finde ich so. In I'm Hercules of New York. Yep. Das heißt, hier werde ich nochmal auf Plains fetchen. Okay, das ist der Draw, der mich immer zerstört. Da kann ich gar nichts gegen machen. Und jetzt noch Fatal Push, oder was? Also Minsk in Boot Turn 3 into. Ja. Okay, Doppel Fatal Push, Minsk in Boot bleibt. Ja, okay. Das ist halt, der Draw ist nicht besiegbar für mich. Wenn ich explizit jetzt Terra Sunder ziehe, kann ich.
Sterbe ich gegen Minsk, sterbe ich gegen Bu. Aber ich ziehe explizit auch lieber erstmal noch ein Fetchland. Tribal Flames. Ja, damit ist einfach lethal, ne? Also er greift mit Minsk und Bu an, da kommen vier drüber, dann opfert er Minsk und Bu. Naja, gut, ich meine, es hat immer der gewonnen, der on the play war. Und, ich hätte. Ne, ist auch egal. Es hat immer der gewonnen, der on the play war. Und jetzt hat er halt den Draw, der mich komplett zerstört. Also. Das Matchup ist auch nicht gut für mich. Diese Midrange-Decks sind nicht gut für mich. Für mich sind so Decks wie. Show and Tell eigentlich ganz gut. Aber das gewinne ich leider nicht. Ja, sad. Kurzer Auftritt in den Tops.